Ja, und damit herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Part von AM2R. Theoretisch dürfte hier jetzt nicht mehr viel kommen. Also ein bisschen was kommt schon noch, aber wir sind im letzten Abschnitt. Wir haben alle Items mit 100%. Wie schon in den letzten Parts gesagt, musste ich das Ganze mit einem Save State Editor wieder angleichen, da mein Save State ja zwischendrin verloren gegangen war. Ihr könnt aber im gesamten Let's Play nachvollziehen, dass ich alle Items geholt habe und auch wo ich die geholt habe. Von daher alles gut. Ich glaube, hier kam tatsächlich sogar noch ein Safe State. Ein Safe Point zwischendrin. Safe State, genau. Es lohnt sich hier im Übrigen nicht, den ganzen Raum abzusuchen. Hier gibt es nichts mehr. Oh. Okay, da war ein Fake-Aufgang. Ja, hier, genau. Hier ist noch ein Safe Point. Hier ging es, glaube ich, zum Teleporter. Genau, hier habt ihr einen Teleporter, da kommt ihr nochmal zurück. Falls ihr noch irgendwas vergessen habt. Die Statue hier kann ich jetzt leider nicht mehr aktivieren. Da gibt es aber auch nur jede Menge Text. Ab hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, genau deshalb. Oh, wie toll.
Okay, ich dachte, die brauchen weniger Missiles. Gut zu wissen. Ah, schlechte Idee. Meine Güte. Das rutscht aber auch, ne, wenn es einmal gefroren ist. Huch. Rutscht das Vieh so schön in der Nähe. Schön. Nice. Eins. Zwei. Weiß gar nicht, gab's hier noch eins? Nee. Gut, ich latsche jetzt mal zurück zum Save Point. Die Metroids hier respawnen tatsächlich nicht. Ich werde nochmal speichern und dann sehen wir uns an der Stelle hier wieder. So, da sind wir wieder. Natürlich ist Shorty einmal in die Stacheln gefallen hier hoch zu. Deshalb fehlen mir jetzt 10 Lebenspunkte. Nice. So, jetzt wird's lustig. Jetzt kriegen wir langsam hier Probleme. Ah, shit.
Die Phase hier ist ein bisschen heikel. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, shit. Alter, mach doch den Morphball aus! What the fuck? Ah, shit. Mach doch den Spinball, Mann! Alter. Einfach nicht hochspinnt, ne? Wenn du es brauchst. Ich hab das Timing nicht, ne? So dumm. Einfach das Timing nicht. Okay, das könnte was werden. Oh, das war knapp, Alter. Oh. Gott, ich hasse diesen Kampf, ne? Aber egal, es ist geschafft. Drei Versuche hat's gebraucht. Man muss halt erstmal ein bisschen
auch das Muster des Gegners rausfinden. Yo, Baby Metroid. Juhu. So, wir müssen jetzt immer warten, bis uns Baby Metroid hier den Weg freigemacht hat, während wir hier rausfliegen. Springen, wie auch immer. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob im Original Metroid 2 der Boss auch so hart war. Ich kannte ja jetzt das Muster schon halbwegs, dadurch, dass ich es ja schon mal gemacht hatte, den Kampf. Oh, ich dachte schon, jetzt ist Metroid weg. Das wäre jetzt natürlich nicht cool gewesen. Und da sind wir draußen. Juhu. Geschafft. Boah. Und da ist unser Schiff. Sehr, sehr schön. So, puh. Damit ist AM2R geschafft. Wunderschönes Remake. Dafür, dass es von Fans gemacht wurde und nicht von Nintendo. Obwohl vielleicht das gerade der ausschlaggebende Punkt war. Dass es so gut ist. Ich fand tatsächlich das Original Nintendo Remake von Metroid 2 nicht so gut. Deshalb habe ich es auch nicht gespielt. Ja, keine Ahnung, ich konnte da einfach dann, also, es war nicht schlecht, aber dieser Counter-Move hat es für mich sehr langsam gemacht. Ich bin mir natürlich bewusst, dass dieser Counter-Move auch in Metroid Dread wieder vorhanden ist, aber nach dem, was ich da bisher an Gameplay gesehen habe, ist es da nicht ganz so schlimm, dass es das Spiel so extrem verlangsamt. Aber vielleicht war es auch einfach die ganze Steuerung mit dem Nintendo 3DS und das ganze Gedöns, was mich da bei Samus Returns ein bisschen gestört hat. Weil das war teilweise schon ziemlich fummelig. Sieben Stunden, 24 Minuten, 100% Items und das Ganze natürlich auf Normal.
ist eine ganz ordentliche Zeit, also eine sehr hohe Zeit, die 7:24, aber ich bin ja auch kein Speedrunner. Und dafür, dass ich es zum ersten Mal gespielt habe, denke ich, ist das gar nicht so übel. Bis zur nächsten Mission. Genau, und die lautet Metroid 3. Beziehungsweise Super Metroid. Das Super NES-Spiel, was als nächstes hier kommt. Und ja, schauen wir mal, wie es da läuft. Das letzte Metroid ist in Gefangenschaft. Es herrscht wieder Frieden im Universum. Fortsetzung folgt. Na, schauen wir mal, wie lange dieser Frieden im Universum herrscht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Was ist das? So viel zum Frieden im Universum, ne? Haben wir dann wohl nicht so ganz, wie wir es gedacht haben. Gut, ja, nochmal, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich sage Tschüss an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.